Ab Anne Castropa, das große Stadionfest zur Saisoneröffnung ist gestartet und traditionell gibt es zu diesem Anlass auch immer einen fußballerischen Leckerbissen. In diesem Jahr gab sich Europa League-Starter VfL Wolfsburg die Ehre. Zwar ohne 7 WM-Teilnehmer, dafür aber bei Temperaturen wie an der Copacabana und trotz allem auch mit einer äußerst schlagkräftigen Truppe. Nach den ersten 4 Vorbereitungsspielen und 44:0 Toren gegen unterklassige Gegner, der erste richtige Härtetest also für die Mannschaft von Peter Neururer. 3.500 Zuschauer sahen ein richtig, richtig gutes Fußballspiel. Der blau-weiße VfL enorm sicher in der Defensive und blitzschnell im Umschaltspiel nach vorn. Den Gästen aus Wolfsburg fehlten vor allem im ersten Durchgang die Mittel. Und nach 10 Minuten brandete dann auch zum ersten Mal im Fußballjahr 2014-2015 Jubel durchs Revierpowerstadion. Die Vorarbeit von Yusuke Tasaka genau auf den Kopf von ausgerechnet Jan Schimonek. 1:0 für Blau-Weiß, ausgerechnet Schimonek, der war 2009 mit dem anderen VfL deutscher Meister geworden. So kann's gehen. Vorne brandgefährlich und hinten stabil. Die Angriffe der Wolfsburger scheiterten am guten Stellungsspiel und vor allem an der mehr als ordentlichen Zweikampfführung der Mannschaft um Andreas Lute. Womit wir dann auch beim Thema Umschaltspiel wären. Das war ja in der vergangenen Saison immer ein wenig problembehaftet im Spiel des VfL. An diesem Freitag aber, da hat die Mannschaft von Peter Neururer angedeutet, dass man in diesem Jahr doch ein bisschen mehr PS auf die Straße bringen möchte. 3 Stationen, Andreas Lute auf Stefano Celozzi mit Vollgas in Richtung Grundlinie. Die Flanke auf Simon Terodde, 2:0 für Bochum, keine 20 Minuten gespielt, das sah schon mal richtig vielversprechend aus. Und das war auch noch nicht alles. Kurze Trinkpause, dann weiter Vollgas in Richtung gegnerisches Tor. Ein Wolfsburger Bein verhindert vorläufig zumindest das sichere dritte Bochumer Tor an diesem Abend. Und was machte der Europa-League-Teilnehmer im ersten Durchgang? Zumindest nicht besonders viel, einer aber war richtig in Spiellaune. Junior Malanda, 19 Jahre jung, Belgier und einer, den man keinesfalls einfach spielen lassen darf. Überragender Ball auf die Außenposition, die Flanke auf einen alten Bekannten, Kevin Scheithauer. Aber Schimonek ist zur Stelle und klärt gegen seine ehemaligen Teamkollegen. Aber auch das soll es noch nicht gewesen sein im ersten Durchgang. Wir sind schon in den Schlusssekunden, dann der große Auftritt von Anthony Losilla. Der holt sich da einfach mal den Ball und sieht Terodde, Doppelpass. Trockener Abschluss des Franzosen, 3:0 und direkt der Pausenpfiff. Der VfL Bochum führt gegen den VfL Wolfsburg, auch in dieser Höhe völlig verdient. Ein kompletter Personaltausch bei den Bochumern für Durchgang 2. Nur Andreas Lute im Tor ging über die komplette Distanz. Und dieser zweite Durchgang, der startet mit einem kleinen Schockmoment. Recht harmloser Zweikampf zwischen Christian Tresch und Piotr Tschwierlong auf ungewohnter Linksverteidigerposition. Der Wolfsburger fällt da ganz unglücklich auf die Schulter und muss vom Platz getragen werden. Erste Diagnose, Verdacht auf Schulter-Eckgelenksprengung von dieser Stelle. Alles Gute, gute Besserung, Christian Tresch. Zurück zum Geschehen auf dem Rasen. Die Wolfsburger erhöhten nämlich allmählich das Tempo und den Druck. Ein ganz schnell und clever ausgeführter Freistoß, kein Abseits, gleiche Höhe. Aaron Hunt, Neuzugang von Werder Bremen im Team der Wolfsburger mit dem Anschlusstreffer zum, so viel vorab, 3:1 Endstand. Dabei hätte durchaus noch der eine oder andere Treffer fallen können, wenn nicht sogar fallen müssen. Michael Gregoritsch per Kopf, eine Stunde war da gespielt. Und was die können, das können wir schon lange, dachte sich Malanda nur 4 Minuten später. Ebenfalls wenig Gegenwehr bei diesem Versuch, nennen wir es mal ausgleichende Gerechtigkeit. Also wir fassen zusammen, ein ansehnliches Spiel zwischen dem VfL und dem VfL endet mit 3:1 für Peter Neururer und seine Mannschaft. Geht es am Dienstag weiter, um 18.30 Uhr empfängt der KAS Eupen aus Belgien die Bochumer. Wir sind vor Ort und werden euch die Highlights der Partie wie gewohnt nach Hause liefern.